Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung genehmigt Atomtransporte nicht aus DAFKE. Die Bundesregierung genehmigt Transporte, wenn sie notwendig sind. Sie genehmigt sie, wenn sie dazu international verpflichtet ist. Und sie genehmigt sie ausschließlich unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit dieser Transporte gewährleistet ist. Zitat Ende. Herr Trittin, das ist eines der inzwischen ja legendären Zitate aus Ihrer Zeit als Bundesumweltminister. Und die werden Sie in der nächsten Zeit auch wieder öfter hören, weil die nämlich eine Art Ausdruck Ihres politischen Stils sind. Und das zieht sich von der Frage jetzt über das Kraftwerk Moorburg in Hamburg bis nach Stuttgart 21. Es ist der Stil, in der Regierungsverantwortung zu Besonnenheit zu mahnen und in der Oppositionsrolle mit hysterischen Parolen an der Spitze des Oppositions- und Protestzugs zu stehen. Dafür gibt es einen Namen, ein Wort. Das Wort heißt Heuchelei. Das ist Ihr politischer Stil. Wir haben Demonstranten gesehen, die ihre Meinung gezeigt haben. Das heißt ja auch Demonstration. Es gab aber auch Demonstranten, die ihre Meinung durchsetzen wollten. Durch Blockade, durch Verschleiß der Polizei, durch Gewalt und durch Schottern. Frau Kollegin, Schottern, ist das einer der fantasievollen Proteste, von denen Sie gesprochen haben? Was ist Schottern? Schottern heißt, einerseits vor den Gefahren der Castortransporte zu warnen und andererseits durch Beschädigung des Gleisbetts vorsätzlich solche Entgleisungen zu provozieren. Das ist blutrot-grüner Zynismus, meine Damen und Herren. Das ist kein fantasievoller Protest. Das ist zu Recht eine Straftat, zu der zahlreiche Abgeordnete der Linkspartei aufgerufen haben und für die aus Reihen der Grünen Verständnis geäußert worden ist. Ich sage Ihnen aber, wer als gewählter Parlamentarier zum Bruch von Gesetzen aufruft, der diskreditiert sich selbst für die Gesetzgebung. Wenn Sie Straftaten tolerieren, überschreiten Sie die legitime Linie von Oppositionspolitik. Setzen Sie sich mit uns hier auseinander. Und Frau Künast sagt jetzt zu dem Ganzen, 131 verletzte Polizisten, 25 Millionen Euro Kosten des Einsatzes, das sei eine Sternstunde der Demokratie gewesen. Eine Sternstunde der Demokratie. Demokratie heißt, dass Legitimität über Wahlen hergestellt wird. Legitimität heißt, die Kraft des Arguments anzuerkennen. Demokratie heißt, Ordnung durch Verfahren. Demokratie heißt, Rechtsprechung anzuerkennen. Wenn das, was wir im Wendland erlebt haben, tatsächlich eine Sternstunde der Demokratie ist, dann haben die Grünen aufgehört, eine Rechtsstaatspartei zu sein. Und Sie legitimieren das Ganze ja damit, dass diese Koalition angeblich einen gesellschaftlichen Konsens gebrochen hätte. Ein gesellschaftlicher Konsens sei gebrochen worden. Das war ja auch Ihr Argument. Was war das denn für ein Konsens? Es war der Konsens, nicht zu entscheiden in der Endlagerfrage. Es war der Konsens, planlos ins Zeitalter der erneuerbaren Energien wechseln zu wollen. Ihr Konsens war in Wahrheit eine Fiktion. Diese Koalition entscheidet jetzt. Wir stellen uns der Endlagerfrage, zu der der Staat über das Atomgesetz ja auch verpflichtet ist, sie zu lösen. Wir stellen uns der Frage, wie wir ins Zeitalter der erneuerbaren Energie kommen, wie wir das erreichen wirtschaftlich, wie wir das erreichen mit Versorgungssicherheit, wie wir das auch klimaverträglich erreichen. Da haben Sie nichts anzubieten. In Ihrem Energiekonzept steht, möglicherweise könnte bis 2030 die Energieversorgung Deutschlands aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Möglicherweise. Genauso möglicherweise, wie Ihr grüner Oberbürgermeister in Freiburg das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen wollte. Der hat 2004 gesagt, er will bis 2010 von 3,4% regenerative Energie auf 10% den Versorgungsstand erhöhen. 3,7% hat er geschafft. Das mag in Freiburg nicht schlimm sein, aber auf einem solchen Wunschdenken können wir die Energieversorgung einer Industrienation nicht aufbauen. Und deshalb schmieden wir eine zeitweise Allianz aus erneuerbaren Energien und verlängerter Kernenergie.
Sie haben dazu keine Alternative hier vorgelegt, die belastbar ist. Sie wollen auf dem Papier gleichzeitig aus der Kernenergie und aus der Kohlekraft aussteigen. Und die Schwankungen wollen Sie dann durch neue Gaskraftwerke ausgleichen. Das ist interessant. Nicht nur, dass wir in größere Abhängigkeit vom lupenreinen Demokraten Putin kommen, sondern das zeigt auch, was das tiefere Motiv des damaligen sogenannten Energiekonsenses von Rot-Grün war. Mehr Gas. Und heute sind Gerhard Schröder und Joschka Fischer die Protagonisten damals, die größten Lobbyisten der Gasversorgung. Werfen Sie uns niemals wieder interessengeleitete Energiepolitik vor.